Investor lud auf der Mipping zu einer geselligen Bootsparty. Der Anlass war ein besonderer Geburtstag. Franz Kolitsch und ich haben unsere Investor United Benefits aus der Taufe gehoben und wir haben heuer die erste MIPIM, wo wir uns präsentieren als Investment- und Asset Manager nach den großen Transaktionen, die den Investor begleitet hat, und da freuen wir uns sehr, dass wir dieses Debüt feiern dürfen. Wir haben jedes Jahr traditionell hier ein Open House und bieten auch unseren österreichischen und auch internationalen Geschäftspartnern die Möglichkeit, bei uns zu netzwerken und sich einfach wohlzufühlen. Ein Open House, zu dem jeder gerne kommt. Also ich bin sehr froh, hier eingeladen zu sein, weil wir lieben Partnerschaften, wir suchen Partner, und es könnte sein, dass sich da in Zukunft auch gemeinsame Projekte ergeben können. Ja, das Wichtigste ist, Kontakte zu pflegen, mit Investoren zu reden. Das heißt, wir suchen als Real Investor Austria viele Immobilien, und da haben sie einige sehr, sehr spannende Themen ergeben. Die Zukunft des jungen Unternehmens sieht vielversprechend aus. Wir sind neu, wir sind frisch, wir sind privat, wir sind unabhängig. Ich finde es toll, was Sie da auf die Beine gestellt haben, und ich wünsche Ihnen für alle Ihre Unternehmungen und Projekte alles Gute. Ich glaube, es wird gut. Nach vielen Geschäftsgesprächen freute man sich über eine wohlverdiente Pause. So, irgendwann gibt es mal den Punkt, wo man auch fast schon privat da ist, und der ist jetzt erreicht.